Superfinale Test. Abzeichenparade. Das ist es, Chat. Wir sind angekommen. Das ist das Level, vor dem die ganze Menschheit Angst hat, ne? Okay, mal schauen, was es wird. Okay, ich starte mit dem Fallschirmkapuze. Arschloch-Level? Hab First Try in 3 Minuten gemacht damals. Damals einfach. 1956. Als die Welt noch eine ganz andere war. Okay, nice. Das ist also das erste Abzeichen. Okay, okay. Jetzt kommt, was ist das? Okay, dass ich so Yoshi-mäßig springe. Oh. Oh. Wie mache ich das? Hä? Ich glaube, bei dem Level habe ich Richie zugesehen. War unterhaltsam für mich. Sadistische Züge? Ich kann alles, wenn ich an mich glaube. Und an die Macht der Freundschaft. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Nicht immer da. Alles, was wichtig ist, Gott zu erreichen, kommen ist. Komm, schnapp sie dir. Ey, das ist doch so ein dummer Scheißabschnitt. Das ist doch so eine dreckige, dumme. Ja, das Sterben habe ich, das habe ich perfektioniert. Was ist dieses Level? Ich muss irgendwie in einen anderen Cycle kommen. Vielleicht muss ich auch zwischendurch genau das machen. Mich droppen. Ja, das muss ich machen, Chat. Muss mich ab und zu mal droppen lassen. Das ist der Key für diesen Abschnitt. Also Schlüssel. Alle einsteigen! ich weiß nicht, was mein Gehirn da gerade sich gedacht hatte. Was mein Gehirn da gerade geplant hat, ich kann es euch nicht sagen. Ah, Mann! Yo, ciao, Kitty. Ich kann ja kein Wowie-Zowie nehmen. Also ich könnte aus einem anderen Level Wowie-Zowie mitnehmen. Boah! Also ich habe den Schlüssel schon gefunden zur Lösung dieses Levels. Ich muss nur diesen Schlüssel noch in das richtige Loch reinstecken. Freue mich auf den Late-Night-Stream. So lange wird das hier nicht gehen. Okay. Gute Reise. Okay, Delfin-Level. Ich hab nichts drauf, hab ich nichts. Du kannst es.
Ja, es muss ja ein Weilchen gehen. Wir gehen ja jetzt alle Abzeichen durch. Das sind ja mehr als drei. Es gibt ja auch noch Münzen? Also gibt es hier Münzen? Mann, dieser eine, der ist der Schlimmste. Sechs oder acht Abzeichen? Ja. Ich freue mich auf ein paar bestimmte Stellen in dem Level. Also ich kann dir sagen, ich freue mich auf jeden Fall nicht auf diesen Anfang hier. Ach, die werden enger. Du kannst es. Schweb in der Luft. Schweb in der Luft. Ho, Maggie. Mann, jetzt ist der schlimmste Kreis. Wieso ist der so schrecklich? Kann ich bei dir ein Praktikum machen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich möchte ganz viel Abstand. Sonst rufe ich die Polizei. Jemand, der sich Keggy Bestoff nennt, der kann nur gruselig sein. Du kannst es. Schweb in der Luft. Boah, dieser dumme Kreis, ne? Dieser dumme Kreis. Joachim, Virtu, Dankeschön. Für die zwei Gifted Subs, vielen, vielen Dank, Mann. Du kannst es. Schweb in der Luft. Ich hab's geschafft, Chat. Ich hab's geschafft. Und dann schaff ich's aber hier nicht. Wie viele Abschnitte hat das Ding denn? Ich denke mal so viele, wie es Abzeichen gibt. Alle einsteigen! Also mindestens. Oh, Mashira de Kupurera. Ich hab noch nebenbei einen YouTube-Chat laufen, ja. Du kannst es. Heute Nacht gab es eine Zeitumstellung, Mann. Das war so weird. Ich hab das gar nicht bemerkt. Ich dachte mir, dass die Zeit einfach nur so schnell verging. Ich habe erst heute festgestellt, es gab eine Zeitumstellung. Ich war gestern Nacht... Oh. Nachdem ich das Video fertig hatte gestern Nacht, habe ich dann noch so Thumbnail gemacht, ein paar Sachen schon mal geguckt und vorbereitet.
für das Video heute. Nebenbei so ein bisschen YouTubes geguckt und so. Und als ich damit angefangen hatte, war es halt, keine Ahnung, so halb zwei oder so. Ich habe halt, nachdem ich das Video fertig hatte, habe ich gekocht, gegessen und so. Und dann war es irgendwie halb zwei oder so. Und dann dachte ich mir, okay, let's go. Noch ein paar Sachen für morgen fertig machen. Damit ich entspannt morgens beim Aufwachen TikToks im Bett schauen kann. Und dann auf einmal so halb vier. Ich so, hä? What the fuck, wie schnell verging die Zeit? War ich gerade so krass im Tunnel oder was? Auf Schmecki stream ich, auf meinem VOD-Kanal. Ausrufezeichen VOD, genau, da. Le Croix hat's geschrieben. Ey, dass mein Fallschirm schon Damage bekommt, das ist so schmutzig von Nintendo. Hallo, Popofigger. Ich denke mal, ich bann dich direkt schon, oder? Also, wenn jemand in den Chat kommt, dann heißt es Popofigger. Der plant was, oder, Chat? Meint ihr, er plant was? Der muss irgendwas planen. Der ist bestimmt ganz nett. Irgendwas plant er. Ich hab dich im Auge, Kollege! Ich meine, vielleicht ist es einfach nur seine Vorliebe und er möchte seine Vorliebe in die Welt tragen. Schon geil, jetzt so ohne Pilz zu starten, oder? Brauchen wir nicht. Brauche ich, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich einen PB hier sehen kann. Nee, der hat keinen PB. Kein PB, kein Profilbild hat er nicht. Ein Kämpfer für die Enttabuisierung des Sexualverhaltens. Eigentlich ist er ein Held. Benehme mich freundlich und respektvoll. Versprochen. Das ist der Bait, oder? Das ist der Build-Up für seine Falle. Das ist der Build-Up für seine Falle. Klingt nach einer ehrlichen Haut. Alle einsteigen! Ich muss den bösen Kegi in mir behalten. Ich darf ihn nicht rausholen. Bleib drin! Okay. Du kannst es. Bleib drin! Gefühle unterdrücken ist immer eine gute Strat. Ja, damit ich nicht wieder meinen Monitor kaputt mache, muss ich meine Gefühle unterdrücken. Ey, ey, ey! Bitte, bitte, bitte. Arschloch-Game. Arschloch-Miyamoto. Arschloch-Nintendo. Wenn der böse Kegi kommt, bin ich weg. Ja, deshalb kommt er nicht. Ich werde ihn nicht rausholen.
Arschloch. Heute ist nur Entspann-Gi da. Nee, kacken muss ich nicht. Das Ding ist, was mich halt hier die ganze Zeit triggert, ist, dass ich halt den Pilz verliere. Ich sollte mich halt nicht darauf fokussieren, den Pilz zu behalten. Aber wenn ich ihn halt verliere, dann brodelt es direkt in mir, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr weitermachen will. Dann will ich direkt eigentlich schon abbrechen und wieder einen neuen Versuch starten. Und darauf darf ich nicht verharren. Ich muss trotzdem Fokus bleiben. Wow, das war so schnell! Bitte lass den bösen Keggy drin, das sind Kinder anwesend. Hey. Das ist nicht der böse Keggy, den du meinst. Den du den meinst, das ist der kleine Keggy. Also der Average Keggy. Was? Das hat sie von alleine gemacht. Das hat sie von alleine gemacht. Ich habe die Taste nicht mal berührt. Ha! Starki. Es ging vorher 5 Minuten um den Typen namens Pogofigger oder so. Glaubt der böse Keggy ist hier das kleinste Problem. Ja, mal schauen, ob ich noch Leben kaufen muss. Ich denke aber nicht. Sollte eigentlich easy gehen. Ah, okay. Coole Blume. Da ist so eine schöne leere Wand frei. Da könnte man richtig guten Gamepad gegenwerfen. Mann, aber so schade, dass dieses Gamepad nicht mir gehört. Also manchmal geht diese L2-Taste von alleine. Ich berühre die gar nicht. Du. 17 Uhr. Werde ich in 50 Minuten fertig, Chat? Weil in 50 Minuten wollen die Buben irgendein Abenteuer starten! Starten! Und ich habe ja gesagt, wenn ich bis dahin schaffe, Wanda durchzuspielen, dann mache ich damit. Nee, kein Oster-Event. Moggy wollte irgendwie ins Ende und dort irgendwie Schienen verbreiten oder so. Verbreiten einfach. Platzieren und er hat 2 Bastionen gefunden. Eher nicht? Nein? Wir können eine Gamba starten. Boah, ich hab's mal wieder geschafft. Wir können eine Gamba starten, Chat. Schafft er das Level bis 18 Uhr?
Let's go! Okay, wie funktioniert das? Okay, sie schwimmt nur, wenn ich R2 drücke. Ansonsten macht sie nichts. Okay. Das war echt knappi. Das war Knapporella. Das war Knopensa. Nee, scheiß auf die großen Münzen. Ich will einfach nur das Level abschließen. Okay, was ist das? Das ist der hier, ne? No way! Aber PB-Chat! Ich hab eh keine 100%. Checkpoint! Ich kann eh keine 100% machen, weil dafür müsste ich auch alle Pappaufsteller kaufen. Und um die zu kaufen, wow, müsste ich halt, müsste ich halt Münzen grinden. Und das ist ja arschlangweilig. Wow, oh lol. Nice. Okay. Pappaufsteller grinden war so nervig. Echt? Wie lange hast du gebraucht? Nur für die Pappaufsteller am Ende? Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Okay, das war... Ich kann es leider nicht testen. Okay. Okay, so war das. Oh, die Melone darf man nicht berühren. Du spielst plötzlich überraschend durchschnittlich. Was soll das? Ja, yeah, es geht um eine Gamba. Es geht um Punkte. Da werde ich wach. Okay, ich schlafe wieder. Hab nebenher immer irgendwas geschaut. Ja, musst du ja auch, ne? Ist ja wahrscheinlich dann irgendwie die ganze Zeit ein Level die ganze Zeit gegrindet, ne? Lol. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jedes Mal, wenn ich die 999 voll hätte und hätte ich mir einen Pappaufsteller direkt gekauft, hätte ich vielleicht dann weniger grinden müssen, aber ich hätte trotzdem grinden müssen. Weil so oft hatte ich jetzt die 999 auch nicht voll gehabt. Hab das auch zu 100% gemacht. Gibt auf der Overworld noch so ein Level. Ja, es gibt ja diese komischen Level, Münzenlevel. Münzenregen-Shit, ne? Wieso springt die denn nach oben? Ist die dumm? Ich glaube, ich muss da gar nicht springen. Einfach nur durchfliegen lassen. Nervt schon dezent. Aber solltest du eigentlich nicht unparteiisch bleiben? Wieso soll ich unparteiisch bleiben? Ich will ja gewinnen. Was für unparteiisch? Das ist hier kein Poll. Ich spring trotzdem, ne? Immer diese Politik im Stream. So, wenn ich eine Gamba starte, wo es darum geht, dass ich gewinnen will, dann will ich ja natürlich gewinnen. Super!
Weiß nicht, wie viel der Versuch das ist. Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Man kann ja auch ein bisschen Geduld haben. Man kann ja auch ein bisschen warten. Man muss ja nicht unbedingt direkt losrennen. Aber hey, ich bin Kelgi, guck mich an. Ich komme in den Level rein und ich muss direkt Knöpfe drücken. Okay, Moment. Ich muss kurz was testen. Okay, sie machen eine Stampfattacke, wenn man nach unten hält. Okay, ich dachte, man macht nur Stampfattacke. Das erklärt das ganze Spiel, wieso ich so oft aus Versehen Stampfattacken mache. Man macht Stampfattacke nicht mit Schultertaste, man macht Stampfattacke auch mit Stick nach unten. Und ich habe immer gedacht, ich drücke aus Versehen die Schultertaste. Aber das tue ich gar nicht. Das ist der Stick. Ich darf den Stick nicht berühren. Wohin? Ich habe in allen Mario-Spielen bisher, wo man stampfen konnte, mit Schultertaste gestampft. Lernst du gerade die Steuerung im letzten Level, ja? Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Wow, wie schnell das weg war. Edukativer Stream. Wenn du in 50 Minuten nicht schaffst, dann holst du den kleinen Keggy raus. Nee. Du kleiner Perversling. Ich zeig dich an. Das Ding ist, Chat. Ich habe noch 60 Leben. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich den ersten Part ja nochmal machen, ne? Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Schieß doch, bitte! Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Ich bin tot. What the fuck? Ich dachte kurz, ich muss mit den Melonen arbeiten, aber ich muss vor den Melonen aufpassen. Die sind eher als Störung da, als Hilfe. Miese Melonenköpfe. Aber was war dieser kurze Sprung? Daisy, erkläre dich. Wieso so kurzer Sprung, Daisy? Daisy? Eigentlich super easy, der Abschnitt. Wieso sterbe ich hier eigentlich immer? Wieso sterbe ich immer? Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Das ist hier der schwierige Part. Er hört einfach auf zu schießen. Vielleicht brauche ich den gar nicht. Vielleicht kann ich mal drüber jumpen. Vielleicht brauche ich den gar nicht. Das war mein Schädel. Ey, wieso duck ich?
Jetzt mit dem Zeitdruck kann ich auch keine kurze Pause machen, ne? Ich müsste nämlich auf Toilette. Kann man das ausstellen? Alter, man kann das ausstellen. Ich hätte das ganze Spiel einfach so viel mehr Spaß haben können. Das ganze Spiel so viel mehr Spaß haben können. Nimm die Switch auf die Toilette. Ja, aber dann kann ich sie nicht streamen. Dann seht ihr ja gar nicht, wenn ich das Level abschließe. Super! Macht TikTok-Stream. So, ich versuch mal kurz. Okay, ja, es geht auch ohne. Man braucht gar nicht seine Hilfe. Oh mein Gott, ich verkack den Sprung. Oh, und hier kommen die. Okay, das Timing war richtig scheiße. Ja, ich habe halt zu wenig mit diesem Wandsprung gespielt. Das überfordert mich gerade so ein bisschen, dass ich einen zweiten Wandsprung machen kann. Das verwirrt mich gerade mies. Super! Hälfte der Leben ist weg. Ich schaff das. Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh Mann, das Timing ist ja für die Katz. Ich glaub an dich, ich glaub auch an mich. Wisst ihr, heute vor über 2000 Jahren ist Jesus von den Toten auferstanden. Und ich habe ein Problem mit diesem Level hier. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Das wäre ja ein Klacks dagegen, was ich hier machen muss. Oh was? Okay. Man kann nach einem zweiten Wandsprung keinen... Also es wird nicht resettet. Der Sticker-Move wird nicht resettet. Der wird erst resettet wahrscheinlich, wenn man auf dem Boden landet. Ja, aber hat Jesus Mario Wonder durchgespielt? Ich denke nicht. Nein! Ich habe noch Zeit. Okay, das ist also der Part. So sieht der Part aus. Okay, jetzt kommen Boing. Boing, Flip! Junge, wie schnell diese Schlangen sind. Wie schnell die sind! Denkst du, Jesus würde das Level schaffen? Jesus hat das Unmögliche geschafft. Der Mann kann alles. Mit der Liebe Gottes. Und dem Heiligen Geist. Amen.
Guck, ohne diese komische Stampfattacke mit dem Stick bin ich einfach ein ganz anderer Gamer. Was, wieso mache ich das gerade? Was für eine Sprungkunst! Was für eine Sprungkunst! No! Arsch verbrannt! Willst du sagen, das sind falsche Schlangen? Ja. Schlange! Navati! Vielleicht sollte ich alle Münzen mitnehmen, die ich bekomme. Ne, um Leben zu grinden. Vielleicht sind das am Ende dann wirklich irgendwie nur 2-3 Level, die mir fehlen. Ach so, Daisy! Deine Frisur ist hässlich. Aber wieso charge ich nicht? Das Thema bei Mario Streams immer, das werde ich vermissen. Er ist schon im Abschiedmodus. Er winkt schon dem Mario-Marathon zu. Mit einer Träne im Auge. Was passiert? Sag's wie es ist, den Mario-Marathon werde ich nicht vermissen. Super! Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Ach so. Also ich hatte schon Spaß. So irgendwie. Ich hatte schon Spaß. Aber das Ding ist, ich habe ja wirklich bei jedem Mario-Spiel, bis halt auf ein paar Ausnahmen, am Ende immer so ein ausgebranntes Gefühl gehabt. Das hatte ich bei Zelda nicht so schlimm. Zelda war einfach geil. Ja, Zelda ist auch die geilere Spielreihe, ne? Oh, Baby! Die Stelle ist nicht so einfach. Ich vergesse es manchmal, ne? Wir können Zelda-Marathon wiederholen. Ja, lass einfach nach diesem Marathon nochmal Zelda-Marathon starten. Einfach nochmal von vorne. Chat. Ab jetzt sonntags. Also nach dem Marathon, der nächste Marathon, Minecraft-Marathon. Bis ich alle Achievements habe. Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Hm?
Und dann bin ich... Da bin ich dann ein Minecraft-Profi, wenn ich das geschafft habe. Was für eine Sprungkunst! Da müssen die so schnell sein. Das ist voll gruselig, wie schnell die sind. Ey, das ist doch viel zu schnell. Ich hab halt nur einen 60-Hertz Monitor so. Chill halt, Miyamoto. Miyamoto macht einfach nur Spiele für reiche Leute. Aber wieso passiert das manchmal? Ach du Scheiße. Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Benutzt mal ein Item nicht, weil auch mit Item bin ich, wie du vielleicht siehst, in diesem Level One-Hit. Was für eine Sprungkunst! Wenn ich runterfalle, bin ich auch mit der Blume leider tot. Okay, gut, hier könnte ich es benutzen, ja. Aber beim nächsten Mal muss ich es halt wieder ohne machen. Ich kann nicht aus dem Level raus. Dann kann ich es halt einmal machen und das war's dann. Dann muss ich mit dem Item das ganze Level durchspielen. Das war scheiße. Das war scheiße. Super. Wii U und 3DS Online Service wird am 8. April abgeschaltet. Triforce Heroes nur gut spielbar im Multiplayer, welcher dann gone ist. Sparspiel ist eh scheiße. Wird keiner vermissen. Fun, was im Multiplayer war es ganz fun. Ja, runterholen im Multiplayer ist auch fun. Okay, vielleicht nicht. Okay, das ist auch weird. Ja, doch. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte damit einfach nur sagen, alles ist fun im Multiplayer. Außer Final Fantasy 15. Was? Jo, die Stelle am Ende ist ja komplett scheiße. Das ist ja komplett wild, was da kommt. Wie soll das denn ohne Power-Up passieren?
Stell dir mal vor, es gäbe keine Checkpoint in dem Level. Ja, wäre auch okay. Wieso haben sie ja die anderen schweren Level auch gemacht? Jo, jo. Um ehrlich zu sein, habe ich das auch erwartet, dass es eigentlich gar keine Checkpoints geben wird, aber ja. Easy-Modus. Wanda ist auch für Babys. Das Babys erstes Mario. Ey, das ist ja wirklich bodenlos, die Stelle. Also das ist ja wirklich, das ist ja einfach nur frech, die Stelle. Also die Stelle ist ja wirklich einfach nur frech. Unverschämt. Ja, auch wenn ich alle Leben verliere, ich denke, ich komme hier schnell wieder an. Ich habe zwar alles vergessen, was vorher kam, aber... Einmal geschafft, schaffe ich nochmal, zweites Mal easy. Wenn man einmal den Dreh raus hat, ist wie Fahrradfahren, Mann. Gleitmützenstelle, ja, easy. Ich habe sie raus. Die Stelle ist so easy, ne? Die ist schon fast eigentlich unnötig. Ist einfach nur Levelstreckung. Die hatten kein Content mehr. Minuten noch. Da kommt noch ein bisschen was. Ah, ich habe vergessen zu springen. Kannst du danach nochmal ohne Checkpoints probieren? Ja, ich kann mir auch danach einfach ein Auge ausstechen. Mache ich nicht. Wieso soll ich das? Wieso macht sie das manchmal? Klingt nach gutem Content. Auge ausstechen. Hey, Odusila. Kannst du mir danach 1000 Euro schenken? Nee, du. Irgendwer Tipps für Millennia? Beschwör einfach, let me solo her. Er macht sie solo for her, für dich. Guter Witz, kein Problem. Kein Problem vor allem. Danke. Willst du ehrenhaft gewinnen? Was für ehrenhaft? Hast du Millennias Moveset gesehen? Millennias Moveset ist ja alles andere als ehrenhaft. Die Alde kämpft null ehrenhaft. Also wieso sollte ich ehrenhaft kämpfen? Da wird die Mimik rausgeholt, Digga.
Da wird die Mimik rausgeholt! Sorry. Also ich hatte ein Blut-Set, so wie jeder, glaube ich, der Elden Ring gespielt hat. Da habe ich meine Mimik beschworen, mein Mimik hat getankt und ich habe diesen einen Blutzauber mit den Mücken die ganze Zeit gespammt. Und dann hatte ich sie First Try. Okay, ich hatte Second Try. Second Try. Ist einfach ein Gamer. Nee, ich habe einfach Mimik gamen lassen. Ich habe nur Mücken geschossen. Ich habe gar nicht gegamed. Oh! Ja, das war's. Das ist ja voll die Schmutzstelle. Also, da hat ja wirklich, da war irgendwie Miyamoto, glaube ich, an dem Tag im Urlaub. Hat einen gelben gehabt oder so. Und hat das Ding in Prakti gemacht. Seit ich jetzt Elden Ring eine starke Waffe benutzt habe, fühlt sich das Game so viel einfacher an. Hatte auch Radan First Try. Maschine einfach. Radan war die Hölle, ey. Das war wirklich die Hölle. Wir brauchen so ein Merch. I beat Radan before the patch came out, Digga. So ein Shirt brauchen wir. Für uns elitären Gamer. Juice, es gibt ganz viele Kaizo-Level. Es gibt Mario Maker. Da sind auch ganz viele schwere Level dabei. Scheiß auf Nintendo. Die machen nur Kinderspiele. Wenn du ein erwachsenes Jump'n'Run haben willst, dann musst du Kaizo spielen. Super! Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Junge, dieser Part und der Part davor sind so, so unnötig, ne? Sind so unnötig! Kann ich bitte direkt in den anderen Part? Und
unnötig. Unnötig. Wisst ihr, was unnötig ist? Facebook. Also ich war letztens auf Facebook und haben sie sich gegruschelt. Unnötig. Kennt ihr noch? Habt ihr die Referenz verstanden? Habt ihr die Referenz verstanden? Nein. Nee, aber war funny. Das war Simon Desio. Die ganz frühe Zeit von Simon Desio. Die ersten Videos. Was für eine Sprungkunst. Der hatte so mehrere von solchen Videos gemacht, von wegen, etwas ist unnötig. Und dann Facebook ist unnötig. WhatsApp ist unnötig. Das und das ist unnötig. Und dann redet sie die ganze Zeit darüber, dass alles unnötig ist. Und regt sich dabei so gekünstelt auf. Unnötig! Da war noch YouTube gut. Da war noch YouTube gut! Aber 2024 Chat kommt YouTube wieder zurück. Weil, habt ihr gesehen? Keggy spielt wieder Minecraft. Minecraft, ich meine Mario Maker, lol. Das andere M-Spiel. Klingt ein bisschen anstrengend. Ja, die waren auch anstrengend, aber die hatten damals... war damals so sein Durchbruch. Die hatten damals... super viele Views gehabt. Die Videos waren so scheiße. So scheiße unlustig. Aber die hatten so viele Views. ...38 Leben, Leute. Keggy-Subs sind unnötig. Und dann tragen die so Mützen und haben die vor ihrem Namen. Unnötig. Klar war es unangenehm, aber schau mal, was heute erfolgreich ist. Du meinst die ganzen Reactions? Die ganzen faulen YouTuber nur noch am Reacten, Alter. Einfach. YouTube ist gestorben. Seit Unge mit den Reactions angefangen hat. Arschloch-Game! Reaction-Content ist unnötig. Wann macht Simon Desio Video zu Reaction-Content? Boah, schon wieder passiert das. Kennt ihr noch die, kennt ihr den Pokémon-Rap von Simon Desio? Ach, das gibt es wirklich noch. Vor 10 Jahren, Chat. Yeah. Komm, schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie, komm, schnapp sie dir. Ja, ich weiß, weiß Bescheid, das war unsere Kindheit. Komm, schnapp sie, komm,
schnapp sie dir. Komm und schnapp sie, komm und schnapp sie dir. Komm und schnapp sie, komm und schnapp sie dir. Ja, ich weiß euch Bescheid, das war unsere Kindheit. Ich komme Ratz, frag was wär mein Name, Radikal. Wie die zu schnell, du bist verwirrt, aber Style. Ich seh ein Mädel, sie ist zu heiß, Lura. Doch sie ist zu bekommen, wie Macho Mai. Zu hart, goldig wie Goldini, super süß wie Shigi. Doch sie ist wie Mew, denn du kriegst sie in die A. Vielleicht, wenn ich mich wie Dito anders anziehe. Oder bald, wenn ich wie Taubos über das Land zieh. Manchmal chill ich wie Relaxo, hab mein Traum über Traumato. Es gibt schon 600 Pokémon bis dato. Doch mir ist das egal, 151 ist für mich die einzige Zahl. Fürstchenler! Legende! Einer von uns! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie! Komm, schnapp sie dir! Ja, ich weiß, weiß Bescheid, das war unsere Kindheit. Komm, schnapp sie! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie! Komm, schnapp sie dir! Ja, ich weiß, weiß Bescheid, das war unsere Kindheit. Die Faust hoch für Pokémon, heb die Faust hoch für Pokémon. Für Pokémon. Für Pokémon? Heb die Faust hoch. Für Pokémon. Ja, für Pokémon. Für Fortnite! Catch them is my real test. Hat keinen Bock mehr zu rappen. Schon ein starker Song, oder? Was war da gerade am Ende? Oh ja, ich mag es, wenn man meinen Arschloch leckt, was? Was war da gerade am Ende? Was war da gerade am Ende? Genau diese Gleichung. Oh ja, ich mag's gern, wenn mein Arsch so wackelt. Ich mag es so gern, wenn mein Arsch so wackelt. Ah. Was für eine Sprungkunst. Okay. Ach so. Warum? Da waren schon so zwei Videos als Vorschau, die man anklicken kann. Und eins davon war irgendwie wieder, dass er seinen Arsch wackelt. Vielleicht war das ein Video zu, dass Ärsche wackeln unnötig ist. Unnötig Ärsche wackeln! Boah, ist das eine beschissene Scheißstelle. Holy shit, ist die Kacke. 35 Leben. 5 Minuten. Also Chat, der hat auch noch einen Pokémon Go Song. Wollt ihr den auch noch hören? Der dachte sich, boah, das damals der Pokémon-Rap kam so gut an und jetzt kommt noch Pokémon Go. Das ist schon ein bisschen aktueller. Da war ja schon mies gecancelt worden. Okay, das ist was ganz anderes. Yo, was geht ab? Hier ist wieder irgendein Simon Desu. Und ich brauche gar nicht lange labern, das habt ihr vielleicht. Ja, das ist gar nicht der Pokémon-Song. Ich hab mitbekommen, dass gerade Pokémon wieder voll im Hype ist. Nur vielleicht. Mitbekommen. Nur vielleicht. Mitbekommen. Auf einmal sind alle draußen der Pokémon-Fans. Aber ich bin seit Anbeginn der Zeit der größte Pokémon-Fan. Die Legende. Ich Pokémon-OG-Fan. I am the one. I am the one.
Ich war schon immer mein ganzes Leben lang Pokémon-Fan. Wirklich. Ganz anderer Zeitgeist, dieser Song. So in love with Pikachu, ne? Ich war so in love with Pikachu, dass ich wirklich, hätte ich ein Pikachu in Real Life gesehen, ich wäre zu ihm gegangen und hätte richtig so. Okay. Und zwar habe ich tatsächlich einen Beweis. Es gibt ein verschollenes Musikvideo von mir zu dem Song Pokémon. Ich habe tatsächlich 2013 mal einen Pokémon-Song gehabt. Ich habe mir gedacht, es ist mal die beste Zeit, euch den mal wieder zu zeigen. Hier ist mein 2013er Pokémon-Song. Check this out. Yeah. Moment, das... Was so? Was ist dieser Clickbait? Der Titel heißt Pokémon Go Song. Official Video, Simon Desue. Und in dem Video sagt er einfach nur, by the way, Leute, Pokémon Go ist gerade im Hype. Ich habe schon mal einen Pokémon Song gemacht. Hier. Was ist das denn? Ich wurde ja mies geklickbaitet. Ich habe ihm geglaubt. Nein. Und dann muss er auch noch die Dinger treffen, ey. Es wird Dislike geben, Digga. Also ja, ich weiß, dass Simon Desue viel Shit gemacht hat, der ziemlich billig war. Aber so billig? Krass. Spring die Wand und dann noch einmal. Mach doch jetzt. Lord Latex ist online? Oh, endlich. Ich hab keine Ahnung, wer Lord Latex ist. Ist einer von euch. Ist noch aus der Smash-Zeit. Das war mehr als ein Smash-Stream. Es waren zwei. Ja, du siehst gerade, wie die Gamba aufgelöst wird. Wir haben 18 Uhr. Lass mal Samstag Community smashen. Also wenn das neue Smash kommt, bin ich dabei auf der neuen Switch 2. Ich gehe kurz auf Toilette, Leute. Ich gehe kurz auf Toilette. Ich weiß nicht, wieso ich gerade sagen wollte, hol mir einen runter. Ich gehe kurz auf Toilette, pinkel, hol mir vielleicht noch einen kleinen Snack oder so. Und dann machen wir weiter. Kein Minecraft für mich, Chad. Minecraft-Verbot. Erst, wenn ich das Level schaffe. Dann kommt der kleine Kiki raus. Die sind schon alle am Moosdeier suchen. Ne, die wollen ja gleich, die wollten um 18 Uhr noch ein Abenteuer erleben. Da wurde ich gefragt, ob ich mitkomme. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ja, wir können gleich eine neue Gamba machen. Wir können gleich eine Gamba machen, geht der Game Over, ja oder nein? Hm.
Nee, wenn ich jetzt Minecraft anmache, dann sind wir bestimmt irgendwie 2-3 Stunden beschäftigt. Und ich werde dann nicht irgendwie um 21 Uhr noch Mario anmachen. Und ich will nicht nächste Woche dieses Level nochmal sehen. Musst du ja auch nicht mehr, ja, weil ich das Level jetzt beenden werde. Ich werde das jetzt besiegen, gewinnen. Das Level ist mir. Nie wieder Mario. Ja, Mario Maker, wir werden nächste Woche direkt wieder Mario spielen. Aber halt nicht am Sonntag. Aber ich will nächste Woche einen Mario Maker Stream machen. Weil am 8., also morgen in einer Woche, werden hier die Server abgestellt. Also Chat, wenn ihr noch eine Wii U habt und noch Mario Maker habt, ja, der erste Teil. Die Wii U und 3DS Server werden abgestellt. Deshalb, wenn ihr noch einen Wii U Mario Maker Level habt, holt euch die ID raus. Ihr braucht sie nächste Woche. Nein, kein neues Level machen. Ich bin gleich wieder da. Kamera bleibt weg. Ich bin fett geworden! Chat, ich gebe noch den Katzis Futi Futi, Essi Essi ins Mauli Mauli.
Bin wieder da. Warum ist sein Bildschirm schwarz? Weil ich fett bin. Was geht ab? Doch, ich habe eine Hose an. Nein, mein Pullover und mein T-Shirt sind mir einfach nur gerade zu klein. Ich bin gerade so eine Presswurst. Und ich habe auch gleichzeitig eine Hose an, die ganze Zeit rutscht. Und ein T-Shirt und ein Pullover, die zu klein sind und zu kurz, plus eine Hose, die ganze Zeit rutscht. Ich will jetzt hier nicht rausgehen und dann seht ihr meinen Asscrack oder so. Dieser Moment, wenn alles dreckig ist und man das anziehen muss. Na, ich habe noch andere Klamotten. Das habe ich auch im Stream gemeint vorhin. Wahrscheinlich ziehe ich mir gleich im Onstream noch um. Aber ich habe meinen Schrank geöffnet und dachte mir, diese zwei Sachen hast du schon seit Ewigkeiten nicht mehr getragen. Dann habe ich sie angezogen und dachte mir, boah, Junge, das platzt ja gleich auf. Aber war ich zu faul auszuziehen. Fänd schon geil, mach das bitte, nö. Nö, du kriegst in meine Arschritze nicht. Froh ist dein Brummi. Wenn du Muskeln anspannst, fliegt das auseinander. Junge, welche Muskeln? Ich bin fucking Marshmallow. Paranüsse esse ich gerade. Wann hast du die letzte Mal LAN 2016? Nee, vielleicht so vor einem Jahr oder so. Vielleicht vor einem Jahr, eineinhalb Jahren oder so, das letzte Mal angab. Ja, dieser Marshmallow-Mann aus Ghostbusters. Jedenfalls so weich wie dieser Mann aus Ghostbusters. Geist. Dämon. Keine Ahnung, was das für ein Viech war. Okay, Chat. Machen wir eine Gamba? Ich habe gerade 35 Leben. Machen wir eine Gamba für Game Over? Oder machen wir eine Gamba auf Zeit? Was würdet ihr mehr fühlen? Gamba de Amigo! Game over? Game over? Okay. Geht er Game over? Zwei Minuten gebe ich euch. So, kleine Pause kurz gemacht, bisschen gelockert, bisschen sich bewegt, Alter. Ein paar geile Paranüsse ins Maul geschoben. Jetzt wird hier geliefert. Nüsse sind gesund. Die Pekanuss, die Paranuss, die Macadamienuss. Nüsse sind gesund. Die kommen in meinen Mund. Das ist ein Banger. Hey, hey.
Wow, ich war auf den... Okay, es zählt wohl nicht. Ich war auf den... auf seinen Samen. Auf seinen Kernen. Aber zählt wohl nicht. Super! Würdest du sagen, dass du ein Samenräuber bist? Blau ist gegen mich, weil blau ist immer ja und rot ist immer nein. Und die Frage ist diesmal so gestellt, dass ein Ja eher dafür besteht, dass du nicht Belieber bist. Er liest gar nicht die Gambas. Er ist einfach immer so am Belieben. Er ist ein Straight-Up-Belieber. Scheißegal, was nur Gamba ist. Er ist immer Team Blau. Immer Team Belieber. Scheiß drauf, worum es geht. Es ist eine Gamba. Ich beliebe. Stark. Die Einstellung gefällt mir. Checkpoint, 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 gib mir. Checkpoint, 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 gib mir. Gib mir, gib mir. Checkpoint! Und sogar Big Daisy. Schade. Aber war ein guter Durchlauf. Nein. Oh. Was? Gibt es ein Coyote-Time-Abzeichen? Nee. Wie kommst du auf ein Coyote-Time-Abzeichen? Okay, das ist eine weirde Stelle. Aber das ist doch Coyote Time. Du kannst dann den Kanten doch kurz weiterlaufen. Was? Okay, damit kann ich umgehen. Vielleicht referenziert er gerade den Stream, wo Coyote Time entstanden ist. Ich kann mich an das Spiel aber nicht erinnern. War das ein Spiel, wo ich über Kanten laufen konnte? Nein. Oh, no. Hauptsache Coyote Time. Hier werden schön die Münzen gegrindet. Für die Level-Ups. Ach so. Aber die Frage ist, wieso springe ich? Weiter so! Weiter so! Nein, wieso springe ich denn so früh ab? Das ist Coyote Time, das hat irgendjemand so im Chat angesprochen und erklärt. Dass das über den. Dass dieses Abzeichen, dass man über die Kante laufen kann, ein Coyote-Abzeichen ist?
Was war denn mit der Person los? Scheiße, da ist ja gar nichts. Kuyote Time gibt es in den meisten neuen Jumo und Runs auch Celeste. Das liegt daran, dass man bei den Bildschirmen eine kleine Verzögerung hat und deswegen kann man nach dem Runterlaufen noch kurz springen. Ach, wahrscheinlich meint ihr mit Kuyote Time, weil der Kuyote immer so über die Kante gelaufen ist. In Roadrunner Shit. Wer ist der Roadrunner? Miep, miep. Als ob. Ja, yeah. Ich habe an den Kojoten gerade gar nicht gedacht. Ja, yeah, der Looney Tunes Shit. Wieso bin ich da jetzt dreimal gestorben? In so einer leichten Stelle. Der Kojote hieß Kurt Wagner. Was? Wer zum Fick ist Kurt Wagner? Durchatmen und konzentrieren. Oh mein Gotti. Heißt er nicht Karl der Kojote? Ich sag, er heißt Kevin. Kevin der Kojote. Kenn nur Kurt Angel. Aber wieso springt die Alte nicht? Es gab einen Film, da stellt er sich als Kurt Wagner vor. Ich wusste nicht, ich dachte immer, das ist einfach ein namenloser. Ich meine, der Vogel hat auch keinen Namen. Der ist doch einfach nur Roadrunner. Oder willst du mir jetzt sagen, der heißt Daniel oder so? Jawoll! Jawoll! Bestimmt Martin. Ich kenne nur Bugs Bunny. Ist auch der Wichtigste. Ist was, Doc? Durchatmen und konzentrieren. Woriku pareru marakashari. Da darf ich nicht springen. Da muss ich direkt in den Wirbel übergehen. Ich glaube wirklich, die Abzeichen kommen alle nur einmal dran. Und dann komme ich nochmal am Ende dann noch eine Stelle mit allen Abzeichen. Das wäre Absturz. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich dieses Level hier spiele, Chat, bekomme ich irgendwie ein bisschen Lust auf den Path of Pain in Hollow Knight. Das wäre unnötig. Ich glaube, Path of Pain replayen geht nicht, oder? Man muss, glaube ich, das ganze Spiel nochmal neu spielen, oder? Dann eben nochmal die 100%. Path of Pain ist gar nicht mal so painful, ne.
Der ist fantastic fun. Eines der spaßigsten Jump-Run-Erfahrungen. Das ist ja mehr als genug Zeit, quasi unendlich. Stixon kommt noch dieses Jahr. Digga. Jawollo! 27 Leben. Ich kenne eigentlich mehr Charaktere von Looney Tunes, weil ich die als Kind geschaut habe. Zum Beispiel kenne ich auch den tasmanischen Teufel oder Sam und Ralph. Denkt man, die meisten von uns, wenn sie Looney Tunes kennen, kennen sie wahrscheinlich aus ihrer Kindheit. Ich habe auch früher einiges an Looney Tunes Zeug geschaut. Deshalb kenne ich sie. Durchatmen und konzentrieren. Okay, so schwer ist die Stelle eigentlich gar nicht. Sam war, glaube ich, der Pirat, oder? Ralph bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber Sam war doch der Pirat, ne? Achso, du wolltest nur klarstellen, dass du nicht nur Bugs Bunny kennst. Ach, Sam war der Schäferhund und Ralph der Wolf. Oh, okay. Aber der Pirat hieß bestimmt auch Sam. Gut gesaved. Ich kenne nur Feuerwehrmann Sam. Ich dachte, hier schon Schluss, weil die rote Blume ist hier. Och du Scheiße. Och du Scheiße. Noch höher. Genau, Chat. Niemals aufgeben. Immer weitermachen. Immer weiter Feuerleiter. Ui, immer weiter Feuerleiter. Das war's. Was ist das? Nein, Unsichtbarkeit. Es gab Unsichtbarkeit. Oh nein. Boah, Unsichtbarkeit fühle ich ja gar nicht. Boah, Unsichtbarkeit fühle ich ja gar nicht. Boah. Also das ist generell auch im Spiel das beschissenste Abzeichen überhaupt. Habe ich ja ganz vergessen. Oh lol. Ich habe keine Ahnung, was ich Miyamoto da dachte. Ich dachte, dass das eine coole Idee wäre, ein Abzeichen zu machen, wo du unsichtbar bist. Das ist ja auch Gameplay-wise so eine dumme Idee. Und ich bin Gameplay Meister. Ich weiß, was ich da sage. Du bist Gameplay.
Mann, schon wieder verkackt, diese Stelle. Ich weiß nicht, wieso ich da immer so dazu neige, zu früh zu springen. Ja, hier gibt's doch auch 3 Münzen. Ich habe die erste schon verpasst. Die erste war wohl irgendwo ganz am Anfang. Die habe ich gar nicht gesehen. Hab mal ein Gameplay-Design-Video gesehen. Bin jetzt über jeden Game Dev einfach. Nur für diesen Moment gibt es das Abzeichen. Für was ist die Fähigkeit? Ja, für gar nichts. Die soll einfach nur nerven. Also ich glaube, die macht auch, dass Gegner dich nicht sehen. Durchatmen und konzentrieren. Das war's dann auch schon. Beeindruckend! Andy Stealth in Mario. Mario. Okay. Wie ging das denn nochmal? Nochmal warten. Erst springen und dann die Rampe abfeuern. Aber hat doch mich als... Was? Aber er hat doch mich als Zuschauer... Ich bin doch Power-Up genug, oder? Ja! Genau das. Genau das. Du bist Power-Up genug. Ihr alle seid Power-Up genug. Wenn ihr da seid, Chat, brauche ich keine Power-Ups. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. ja, kann sein, dass ich VOD aus habe. Ich hatte vor ein paar Tagen irgendwie wegen irgendeinem Stream eine Warnung bekommen von Twitch. Und dann hat Twitch die automatisch ausgestellt und das dauert dann ein paar Tage, bis ich die wieder anstellen kann. Aber ich dachte, ich habe sie schon wieder angestellt. Das war irgendwie auch ganz weird. Da hat sich Twitch mies eine Clownsnase aufgesetzt. Das war irgendein VOD, was irgendwie durchging, alles war okay. Und dann habe ich aus diesem VOD etwas rausgeschnitten. Irgendwie, ja, irgendeine Spielstelle oder sonst was. Damit ich das halt auf YouTube so einzeln drüber schicken kann. Und nachdem ich das einzeln rausgeschnitten habe, diesen Part des Spiels, direkt eine Meldung von Twitch bekommen. In diesem VOD scheint irgendwas zu sein, was urheberrechtlich Probleme bereiten könnte. Wir haben vorsichtshalber alle ihre VODs ausgestellt. So, bestimmt irgendwie... Irgendwas haben wir bestimmt gespielt und ich habe kurz irgendwie ein YouTube-Video angemacht oder ein TikTok. Irgendwas angemacht, um euch irgendwas zu zeigen oder so.
Und beim zweiten Mal hochladen hat der Filter dann doch irgendwie reingekickt. Und beim ersten Mal nicht. Durchatmen und konzentrieren. Playmo, Alter, 12 Monate mittlerweile. Dankeschön. Unglaublich, ich kann noch kaum glauben, dass schon ein Jahr vergangen ist. Ich weiß, ich bedanke mich jeden Monat aufs Neue für den Content und das tue ich auch dieses Mal. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar nice dieses Jahr als Sub war und wie viel Spaß mir deine Streams jeden Tag bereiten. Also auf ein weiteres Jahr, du bist und bleibst mein Lieblingsstreamer, so wie dies meine Lieblingscommunity bleibt. Die hier im Chat, die liebst du? Weird. Aber Dankeschön für ein Jahr, Mann. Dankeschön. Ich habe das WonderView die letzte Woche geschaut und da war auch random eine Passage gemutet, wo du nur im Game ganz normal warst. Ah, stark. Nintendo möchte nicht, dass man ihre Spiele streamt. Ich hab in den Chat geguckt. Weiter so. 23 Leben. Was sagt die Chat? Ist das machbar? Wenn ich Glück haben sollte bei der Wolkenstelle. Und irgendwie durchkomme. Meint ihr, dann ist das machbar? Und Deo. Tut mir weh, aber ich glaube, ich habe richtig gewettet. Autsch. Durchatmen und konzentrieren. Das heißt, wir dürfen das Level gleich nochmal komplett von vorne machen, ne? Ja, für diejenigen, die halt von Anfang an nicht dabei waren und gerne das ganze Level sehen wollen würden. Gleich zeige ich es euch. Nein, ich mache nicht in jedem Stream das Pokémon-Lied von Simon Desue an. Was sie? Wow. Neues Intro. Sie ist so süß wie Shiggy oder so. Einzige, was ich mir gemerkt habe. Aber du bekommst sie nie, weil sie ist wie Mew. Wow. 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 Wow, ich bin noch am Leben. Ging hart die Line. Chat, wenn ihr wenn ihr irgendwie an oh nee, das wird ne nee, nee. Ich wollte eine Frage stellen, die geht in eine Furry Richtung. Und Deo. Ja, weil er hat ja so das Girl seiner Träume gerade so mit den Eigenschaften von Pokémon beschrieben. Die wirst du nie bekommen, weil sie ist so wie Mew, sie ist so süß wie ein Shiggy und so heiß wie ein Glurak und so. Und dann wollte ich gerade fragen, wie würdet ihr euren Traumpartner beschreiben in Pokémon? Aber dann ist mir eingefallen, dass ihr Freaks euch einen auf Pokémon eine jackst. Gleich kommen alle Lucario, Gardevoir, Gardevoir, Lucario. Hip.
das. Relax so. Flammenwurf. Relax so. Lol. Zu früh. Mein Traumpartner wäre wie Psiao, weil ich bin 1:1 Priao. Und dann wäre mein Partner wie ich und wir könnten uns verstehen. Ist das ein Furry-Joke? Boah, Giratina. Wer war nochmal Giratina? Ach, der in dieser Unterwelt lebt. Ihr müsst schon halt Pokémon anhand ihrer Eigenschaften nennen. Nicht anhand von, boah, der sieht geil aus. Prisuana, Smiradrana, Aquana, Schmanawana. Die sieht richtig geil aus, ey. Sondern die Eigenschaften, wofür sie stehen. Ist das überhaupt legal? Ja, Pokémon sind fiktiv, die darfst du ficken. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Darum geht's ja auch nicht. Es geht ja um die Eigenschaften, positive Eigenschaften von Pokémon. Es geht also um den Charakter, ja, nicht wie das Pokémon aussieht, sondern für was die halt stehen. Wie gesagt, gerade wie Simon Yessu das gemacht hatte. Dass sie so ist wie Mew, sprich, sie ist halt, man kann sie nicht bekommen, sie ist unerreichbar. Sie ist so heiß wie Glurak, weil Glurak ja Feuer-Pokémon ist. Sie ist so süß wie Shiggy, weil Shiggy ja cute ist. Was hat er noch gesagt? Meint ihr, das wird mies kommen, Chat? Wenn irgendwie die Person Pokémon gar nicht kennt? Pokémon gar nicht kennt. Diesen Pokémon-Rap nicht kennt von Simon Desue. Und ihr wisst, sie ist ein übelster, also er oder sie ist ein übelster Pokémon-Fan. Und dann sagst du ihr einfach sowas wie, du bist so süß wie ein Shiggy. Du bist so süß wie ein Shiggy, unerreichbar wie Mew und so heiß wie Glurak. Seid ihr geschmolzen, Chat? Geblockt! Dann bin ich so feucht wie Aquana. Oh man. Ach, komm schon wieder. Mir fallen jetzt aber auch keine typischen Eigenschaften von Pokémon ein. Außer Onix ist hart. Porygon ist kantig. Mein Pimmel ist so hart wie Stalos und so groß wie Weilot. Okay. Und konzentrieren. Beeindruckend.
Du benebelst mich wie ein Nebulak. Ich saug mich an dich ran wie ein Knofenser. Oh, als ob ich... Oh nein! Ich wollte nicht mich festhalten, aber man kann nicht wieder loslassen. Ich habe alle Knöpfe gedrückt. Ich wollte nur runterfallen lassen. Ich habe aus Versehen die Schultertaste gedrückt. Wann Community Pokémon rizzeln? Ich habe keine Ahnung, was du da gerade sagst, Draghi. Ich überflute dich wie Kyogre. Bis zum Knuddeln wie Knuddeluff. Wieso hast du Mario-Musik? Die ist super. Du bringst mich zu lachen wie ein Gengar. Oh. Hier werden die Pokémon-Rizzles rausgeholt. Was gibt's da für Pokémon? Du riechst so gut wie Duftbaum. Es gibt doch bestimmt Pokémon als Duftbaum, oder? Ich glaube, ich spinne. Ich schicke dich gleich auf den Deponitox. Du bist so scharf wie Sichlor. Du, warum ist das, was im Auto hängt? Ich komme da gar nicht klar mit der neuen Generation. Hab bei Gen 7 abgeschaltet. Ich habe bei Gen 3 abgeschaltet. Ich habe einen sehr geilen Kanal entdeckt, falls du wieder mal Bock auf Gaming-Quiz hast. Der Typ lädt gefühlt jeden Tag ein neues Quiz hoch. Der macht das echt gut. Ist das zufällig dein Kanal? Also Leute, ich kenne da so einen Typen, der hat sich vorgenommen, dieses Jahr jeden Monat ein geil geschnittenes Video zu machen. Und heute kam das März-Video. Kann ich euch empfehlen. Ich kann euch später den Namen raussuchen. Dich verteidige ich so sehr, wie Shenlong seine besten Freunde verteidigt. Ich kenne nur Shenlong. Nein, das ist nicht mein Kanal. Okay, sag, wie heißt er? Möchtest du mein VM-Sklave sein? So simpel der Name, einfach nur Gaming Quiz. Jetzt war da eine Minecraft Pause. Mit den Luftballons ist so unfair.
Das ist so eine fürchterliche Stelle. Ich habe während dieser Pause zweimal Abendbrot gegessen. 21 Leben noch. Jetzt geht die Musik wieder los. Hä, wieso? Die Musik ist doch super. Oh, Theo, wie findest du eigentlich das Abzeichen-Gimmick? Ich hasse das Unsichtbarkeits-Gimmick. Das ist die beschissenste Idee, die jemals in einem Mario-Spiel gemacht wurde. Nach dem Stil von... Die beschissenste Idee nach dem Stil von New Super Mario Bros. Hätte eventuell einen Tipp für den Unsichtbarkeitspart. Weiß nur nicht, ob der in dem Fall funktioniert. Schieß los. Und die anderen, ja, sind okay. Ist halt ein ganz netter. Ist ganz nett. Aber. Dadurch, dass es ja so viele Abzeichen gibt, kannst du keine wirklichen, nicht wirklich Level bauen, die irgendwie darauf basieren. Oh wow. Oh wow, bin ich schlecht. Außer du machst wirklich Level nur für diese Abzeichen. So dass halt die meisten Level damit gar nicht wirklich spielen, dass du sie benutzt. Und das ist dann so ein bisschen schade. Deshalb ist es ganz cool, dass es jetzt am Ende so ein ganzes Level dafür gibt. Und es gab ja diese paar Levels, wo diese Abzeichen vorgestellt werden. Aber das reicht halt nicht. Ich meine, an sich ist es natürlich ganz cool, dass die Level alle so aufgebaut sind, dass du sie auch schaffen kannst. Ohne jegliches Power-Up, ohne jegliches Abzeichen, ne? Natürlich ganz cool. Aber ist natürlich irgendwo schade, dass man so viele coole Moves eingebaut hat, aber sie dann ja, kaum benutzt. Richard hat die ganze Zeit einen Sticker oder irgendwie sowas gespammt, damit er weiß, wo er ist. Das kann ich ja leider nicht in Luft machen. Ich kann halt immer so... Mein Ding ist halt, ich springe halt so hoch, um zu gucken, wo ich gerade bin. Wegen dieser Wolke unter mir. Aber mein Problem ist ja... Oh mein Gott. Mein Problem ist ja nicht herauszufinden, wo ich stehe, sondern mein Problem ist herauszufinden, wo ich lande. Oder kann man die auch in der Luft spammen? Sie hätten vielleicht ein paar mehr Level für die Spezialabzeichen machen können. Ja, oder weniger Abzeichen, aber dafür mehr Abzeichen-Level oder so, keine Ahnung. Durchatmen und konzentrieren. Mario Maker mit dem Stil. Wäre schon wild. Weil bei den Möglichkeiten, boah, keine Ahnung,
Du hast halt super viele Möglichkeiten im Spiel. Dadurch, dass du ja so viele Abzeichen hast, so viele diese Zauberrüben hast. Wow. So viele Zauberrüben hast und so. Es sind ja so viele Möglichkeiten. Das wäre halt crazy, wenn sie das alles einbauen würden. Ja, wir hatten 99 Leben am Anfang. Und ich habe die Befürchtung, wir müssen gleich rausgehen und nochmal 99 Leben holen. Kommt man überhaupt auf die Idee, so ein Kack-Unsichtbarkeitsabzeichen zu machen? Ich habe keine Ahnung, das ist auch so eine dumme Idee. Ich verstehe es auch nicht. Ich finde es auch so eine faule Idee. So eine faule, unnötige Idee. Man baut einfach ein zweites Level für die Rübe. Ja, quasi. Das ist es halt, ne? Oder du musst halt von Anfang an dich quasi entscheiden in deinem Level, was es für, wenn du eine Rübe-Fähigkeit haben willst. Ich hab keine Ahnung, wie platziert man die Dinger? Chat, wie platziert man die Dinger? Könnte man nicht so Papierdinger platzieren? Nein, ich muss es nicht nochmal mit Luigi durchspielen. Hast du überhaupt gekauft? Ja. Oder geht das wirklich nur im Online-Modus? Ne, Emotes. Ich kann Emotes platzieren halt. In der Luft geht's nicht. Man kann in der Luft keine Emotes machen. Keinen Spaß in der Luft haben, ne. Boah, Chat, wenn ich gleich Game Over gehe, dann muss ich wieder dieses Springlevel machen. Diesen Springabschnitt machen mit den Feuerschlangen. Oh nein. Oh nein. Wenn du Game Over gehst, dann Minecraft. Ich glaube, wir werden heute kein Minecraft mehr hier sehen, wenn ich Game Over gehe. Tief durchatmen. Du schaffst das. Deshalb schaffe ich es jetzt einfach.
Ja, das, diese Ballons sind halt so unfair, ne? Diese Ballons sind so scheiße. Jawoll! Wenn es das Abzeichen nur nicht gäbe. Durchatmen und konzentrieren. Aber wenn ich hier Game Over gehe, ich glaube, ich bin schnell wieder hier. Ja, wirklich. Was heißt bei dir schnell? Ja, unter 20 Leben. Tschüss. So. Ich hasse diese Unsichtbarkeit. Ja, ich habe zu spät, glaube ich, die Sprungtaste gehalten. Somit ist sie nicht richtig hochgesprungen. Sondern hat einen kleinen Sprung gemacht. Und ist halt seitlich gegen die Ecke gebounced. Und runtergefallen. Ich bin voll konzentriert. Ich bin voll im Modus. Ich bin gerade Daisy einfach. Einziger Unterschied ist, ich habe den größeren Arsch. Ich zeig hier gar nichts. Ihr Perverslinge. Mit Bauchartikulté. Durchatmen und konzentrieren. Das Ding ist, wenn ich immer so Jokes über meinen Arsch mache, und ich dann wirklich irgendwie mal Leute von euch im Real Life sehe oder so, dann achten alle auf meinen Arsch. Das ist ja mies unangenehm. Nein! Ich hab gepanickt. Yo, ciao, Robin. Und wenn ich dann mir irgendwie ein Kleid anziehe oder einen Rock anziehe, damit man den Arsch nicht sieht, wenn wir uns treffen, dann habe ich auch das gemacht, was ihr wollt. Also egal, was ich mache, ich verliere. Durchatmen und konzentrieren. Selber schuld. Du
durchatmen und konzentrieren. Was geht ab, Loki? Ich hoffe, du atmest auch immer durch und konzentrierst dich. Sowas nennt man Fanservice. Jawohl! Ich bin voll konzentriert. Also warum streamst du nicht im Bunny-Out? Ich glaube, ich bin immer noch kein Furry. Durchatmen und konzentrieren. Durchatmen und konzentrieren. Sagen sie alle, nein. Leute, die Furry sind, die sagen, sie sind Furry. Leute, die Furry sind, die benutzen also Furry-Modes und tragen immer eine Furry-Maske. Tief durchatmen, du schaffst es. Furry-Modes wie, ja, erwischt. Gute Furry-Maske. Ja, ich meine hier diesen Furry-Helm. Diesen Fursuit. Ist das Ende? Wir sind am Ende! Die Stadt ist am Ende! Hä, hey, was? Hä? Wie, das ist zu Ende? Was ist das denn für ein Pisslevel? Das war irgendwie lame. Hä? Chat, muss da noch was kommen? Muss noch ein Level kommen? Dreimal für die Fahnenspitze gemacht, Junge. Muss da noch was kommen? Weil mir fehlt ja an sich noch eine Münze. Oh. Mir fehlt ja noch eine Münze. Kommt dann irgendwas? Wie, ich hab's geschafft. Hä, aber bei den eigentlichen Superleveln von den anderen Spielen, dann kommt doch immer am Ende noch irgendwie so ein besonderes Screen mit Feuerwerk und mit einer Dankesagung. Das gibt's hier nicht. Es sollte noch was kommen. Wie? Wann denn? Wie? Muss ich jetzt alle Münzen haben oder was? Habe das Level vorhin auf YouTube geschaut. Du musst alle Münzen haben. Und dann kam noch ein Weg weiter. Es gibt noch einen Weg weiter. Und dann kommt da noch ein richtiges Level. Nein, kein Weg weiter.
Könnt ihr nicht einfach lügen und sagen, er ist fertig? Okay, Chat. Die Gamba ist auf jeden Fall durch. Ich bin nicht Game Over gegangen. Ich habe ja jetzt nur noch 20 Leben. Wenn ich innerhalb dieser 20 Leben es nicht schaffe, dann habe ich es halt nicht geschafft. Dann ist egal. Wenn doch, dann geil. Ach, scheiße. Ein zweites Mal. So, jetzt gib mir mal ein Dankeschön endlich. Kami, Dankeschön für 5 Monate. Wer ist dieser Mann da? Ich sehe nicht, er ist unsichtbar. Okay. So, jetzt bitte gib mir mal ein Dankeschön. Da ist mein Dankeschön-Level. Mein Dankeschön-Raum. Und so leisteten Daisy und der Prinz Außergewöhnliches. Sie durchquerten alle Level der Spezialwelt. Du hast enormes Können bewiesen. Um diese Leistung zu würdigen, verdienst du ein geheimes Abzeichen. Die Stimme verdammt euch. Was für ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank fürs Spielen. Du bist wirklich wunderbar. Oh, ich bin wunderbar. Du hast alle Abzeichen gesammelt. Zur Belohnung erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon 5. Es gibt schon noch eine 6, wenn ich alle Pappmaché-Figuren sammle, oder? Wir haben es geschafft. Das ist eine großartige Leistung. Du kannst stolz auf dich sein. Yeah! Ich frage mich ja, was geschieht, wenn du dieses Abzeichen nutzt. Lass es uns so unseren Triumph feiern. Möchtest du es gleich verwenden? Ja. Und dann gehe ich jetzt damit in irgendein Level rein. Level 1? Okay. Und los geht's! Wetter für ein Schläfchen. Wie ist das scheiße? Wir müssen das ganze Spiel jetzt nur noch durchspielen, Chat. Nein.
Junge, was eine wilde Scheiße. Ist schon eine lustige Belohnung. Aber ich hätte mir trotzdem irgendwie noch so einen Abschluss gewünscht. Mit Feuerwerk und alle sind da und bo, du hast geschafft, thank you und so. Als dass ihnen so ein kleiner Pimmel mir sagt, du bist wunderbar. Ich will, dass Miyamoto mir sagt, ich bin wunderbar. Aber Chat, das war der Mario-Marathon. Wir haben es geschafft. Alle Mario-Spiele durchgespielt. Das ist jetzt, glaube ich, der 37. Sonntag, ne? Müsste, glaube ich, der 37. Sonntag sein, ne? Ne, der 35. Sonntag ist es. Der 35. Sonntag. Du hast es geschafft. Ja, sogar zweimal. Ich habe das Level sogar zweimal gemacht. Weil ich einfach ein geiler Typ bin. Hilft es dir, wenn ich dir sage, du bist wunderbar? Ja. Ja, also im Vergleich zu Zelda hat mir auf jeden Fall der Zelda-Marathon um einiges mehr gefallen. Hier in dem Marathon, ich meine, im Zelda-Marathon hatte ich auch so meine Momente gehabt, wo ich so ein bisschen ausgebrannt war. Aber bei Mario hatte ich das super early schon gehabt. Ich glaube, es ging so los mit Sunshine. So circa. Ab da hat es angefangen, dass ich mich durchgehend irgendwie ausgebrannt gefühlt hatte. Von Mario-Spielen. Und auch wenn sie natürlich alle so ein bisschen anders sind und so, war es trotzdem immer irgendwie so ein bisschen 6 Welten? Oh, es sind diesmal 8 Welten. Und ja, ich war dann sehr oft einfach in so einem Autopilot-Modus drin. Hab einfach die Spiele so, die Level runtergespielt. Teilweise ohne wirklich irgendwie sie zu enjoyen, sondern einfach nur runterzurattern. Also versteht mich nicht falsch, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den ganzen Marathon über keinen Spaß hatte. Ab Sunshine. Aber halt innerhalb von den Spielen selbst. Immer wenn ich die Spiele angefangen habe, war ich so, boah, Hype, geil, let's go. Außer bei New Super Mario Bros. Der letzte, da war ich schon von Level 1, dachte ich mir, holy shit, habe ich keinen Bock auf dieses Game. meistens war ich so anfangs so mega gehypt, aber innerhalb des Spiels an sich bin ich dann immer so ein bisschen ausgebrannt. Weil es irgendwie dann doch immer zu eintönig wurde innerhalb des Spiels. Was so ein bisschen schade war. Und das hatte ich bei Zelda halt nicht gehabt. Da hatte ich das zum Ende halt schlimm gehabt, bei Breath of the Wild und bei TOTK. Aber bei anderen, sogar so in Spirit Tracks, das einfach nur scheiße war, von Anfang bis hinten. Ich habe bei Spirit Tracks nicht irgendwie Ausbrennung gefühlt, auch wenn es einfach nur scheiße war. Es war einfach ein scheiß Spiel, hat mir keinen Spaß gemacht, aber ich habe dieses Ausbrennen nicht gefühlt. Spirit Tracks war schon Peak. Von Hass kann man auch nicht ausbrennen. Ja. Ja, Chat, ich weiß noch nicht, was ich für einen Marathon mache. Als nächstes. Ich werde morgen, nachdem ich meine Spülmaschine wieder zusammengebaut habe, werde ich mich hinsetzen an einem PC und mir ganz viel Gedanken machen. Was für ein Marathon wir machen. Wir machen keine Abstimmung. Die letzte Abstimmung, die wir hatten, wurde gehackt oder so. Ich meine, egal welchen Marathon ich machen werde. Oh, ich hätte ein Update machen können. Aber dann hätte ich Easy Mode installiert. Chat, es gibt ein Update. Ich hätte einen Easy Mode. Egal welchen Marathon ich mache,
es wird super viele Leute geben, die keinen Bock haben werden auf den Marathon. Super viele Leute, die den Marathon madig reden werden. Aber so ist es halt, ne? So ist es halt. Ich kann nicht alle glücklich machen. Solange es kein Pokémon ist. Aber wieso nicht? Pokémon ist geil. Endlich Sonic Marathon. Aber ja, ich bin sehr froh, das durchgezogen zu haben. Also, ich muss sagen, was am Ende rausgekommen ist für mich an einem Marathon ist, dass Odyssey gar nicht so gut ist, wie ich es in Erinnerung hatte. Und dass Bowser's Fury einfach das beste Mario-Spiel aller Zeiten ist. Das waren sehr zwei wichtige, gute Erkenntnisse für mich persönlich. Und ich sag's, wie es ist. Ich wünsche mir kein Wonder 2. Bitte kein Wonder 2. Bitte kein Wonder 2. Alles in 3D World ist nice. Ja, 3D World, das Main Game, da gab es auch viel zu viele Level und ich war auch auf einem Punkt ein bisschen ausgebrannt und so. War auch ein bisschen too much irgendwie. Aber Bowser's Fury war richtig geil rund. Das war wirklich von Anfang bis Ende eigentlich ganz nice. Wonder war wohl doch kein Wunder. Ja doch, ich habe ja schon darüber gesprochen, im letzten oder vorletzten Stream mit Wonder. Es ist schon ganz lustig und die Ideen sind schon kreativ und so. Aber durch die ganzen wilden Ideen, durch die ganzen Gimmicks, fällt halt irgendwie das eigentliche Game flach. Und das eigentliche Game, dieses simple, ich laufe und springe, kommt irgendwie zu kurz, weil alles ist irgendwie nur fokussiert auf diese Gimmicks. Du hast in jedem Level diese krassen Rüben, wo sich das Level immer verändert, aber es ist irgendwie alles nicht wirklich Gameplay fördern, sondern es ist immer so eher so ein Wow-Effekt. So, wow, das sieht so cool aus. Wow, das ist eine lustige Idee. Wow. Aber keine von diesen Ideen geht so tief, dass es irgendwie in der irgendwie das Gameplay wirklich in einem erweitert, sodass es irgendwie Spaß macht. Sondern es ist einfach nur, es ist halt lustig. No. Hälfte der Level gefühlt Autoscroller. Das stimmt, es gab echt viele Autoscroller, das stimmt, ne? Ja, es war trotzdem nice, ja. Aber so als Jump-Run-Spiel, boah, ich weiß nicht. Also ich würde, also bei Wonder ist es nicht so, dass ich mir denke, also es ist kein Spiel, wo ich mir jetzt denken würde, irgendwie. Wenn ich irgendwie jetzt gerade zu Hause sitze und mir denke, boah, jetzt habe ich Bock auf irgendwie auf einen Jump'n'Run. Dass ich mir denke, ja, jetzt mache ich Wonder an. Ich sag's euch, wie es ist, ich werde dieses Spiel nie wieder anmachen. Höchstens vielleicht für irgendwelche, vielleicht wenn mir irgendwie eine Streaming-Idee kommt mit irgendwie Challenges oder sonst was oder so, keine Ahnung. Dann vielleicht, aber ich werde nie wieder dieses Spiel für mich persönlich anmachen. Weil es ist so beim ersten Mal spielen ganz lustig und interessant. Die ganzen kreativen Ideen, zu sehen, was die halt mit dieser Mario-Formel machen und so. Aber spielerisch gibt mir das halt so gar nichts. Spielerisch gibt mir das so gar nichts, dass ich das nicht wirklich vorhabe, nochmal zu spielen. Es ist kein Level ist mir im Kopf geblieben, wo ich mir denke, boah, dieses eine Level war so cool, das würde ich gerne nochmal replayen. Hab ich nicht. Es gibt kein Level. Ich werde das Spiel auch nie wieder anmachen. Ich habe zwei Stunden Spielzeit, stark. Der Schwierigkeitsgrad ist Piss einfach. Dadurch, dass es ja so viele Abzeichen gibt und die Level natürlich nicht auf diese Abzeichen aufgebaut sind, kannst du halt eigentlich alles ziemlich easy mit dem
Doppelsprung oder mit dieser Pirouette oder sowas oder mit einem erhöhten Sprung eigentlich alles easy machen. Dadurch, dass die jetzt gemacht haben, dass Münzen oder generell Collectibles gespeichert werden, auch wenn du stirbst, macht das halt auch so viel einfacher alles. Deshalb, ja, es ist halt Babys erstes Mario. Es ist halt alles sehr simpel, alles sehr einfach, was ja auch an sich okay ist. Aber wenn ich ein Jump'n'Run-Spiel spielen will, dann will ich da irgendwie ein bisschen mehr. Dann will ich da ein bisschen mehr. Ja, ja. Da ist ein Schwanz im Bild, das war Schiebe. Ja, das war auf jeden Fall ein Spiel. Episches Finale.